Ja, moin moin und herzlich willkommen hier bei tariftipp.de aus Hamburg. Heute mal mit einem etwas spezielleren Video und zwar, wie ihr unschwer erkennen könnt, möchte ich euch heute ein Spiel vorstellen. Das heißt Traffic Rider und ist, auch das werdet ihr unschwer erkennen, eine Simulation, eine Motorradsimulation, bei der man halt mit einem Motorrad durch die Gegend heizt. Es gibt dieses Spiel, ich spiele das hier auf einem Android-Smartphone. Es gibt es für Android kostenlos. Es finanziert sich über In-App-Käufe. Das kennt ihr ja wahrscheinlich von anderen Spielen. Und durch Werbung. Ihr könnt also, wenn ihr wollt, euer Motorrad, eure Ausrüstung hier während des Gameplays so ein bisschen aufpimpen. Müsst ihr aber nicht. Ich habe es jetzt schon ein bisschen gespielt und bin bisher ohne zusätzliche Käufe eigentlich ganz gut vorangekommen. Werbung wird halt auch ab und zu mal eingeblendet. Aber so ist es eben bei diesen hochwertigen Spielen. Dadurch finanzieren sie sich eben. Ob es Traffic Rider auch für iOS gibt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Müsst ihr mal nachschauen. Aber wie gesagt, hier zeige ich euch die Version unter Android. Ja, ich fange einfach mal an. Es gibt hier unterschiedliche Spielmodi, seht ihr. Es gibt einen Karrieremodus, einen Endlosmodus, Zeitfahren, freies Rennen und so weiter und so weiter. Es wird halt nach und nach immer mehr freigeschaltet. Und wie ihr vorhin sehen könntet, fängt man eigentlich mit dem Roller an. Ich bin jetzt hier bei der vierten Maschine mittlerweile angekommen. Das ist jetzt so eine kleine Honda, eine 400er, glaube ich. Und die Steuerung ist eigentlich relativ simpel. Hier rechts seht ihr, ich gebe jetzt Gas. Und links und rechts, die Steuerung erreicht man durch Neigen des Smartphones. Hier rechts gibt es auch noch links gibt es eine Bremse und eine Hupe. Insofern erinnert das eigentlich sehr an Spiele wie zum Beispiel Subway Surfers, wo man ja auch im Grunde genommen immer ausweichen muss. Das ist hier genauso. Ihr seht, ich muss mich hier quasi durchschlängeln durch diese Autoschlange und aufpassen, dass ich nirgendwo gegenfahre. Das wird mir garantiert gleich wieder passieren. Wenn man ganz besonders dicht an einem Auto vorbeifährt, dann wertet das, hier seht ihr das, 100 extra Punkte, das Spiel quasi als einen Überholvorgang und dann kriegt man extra Punkte. Und naja, so ist es eben, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Ich will das jetzt nicht allzu sehr in die Länge ziehen, aber es gibt eben eine Zeit, die runterläuft und man muss innerhalb einer bestimmten Zeit dann diese Streckenposten absolviert haben. Ansonsten hört das Spiel halt auf. Und also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich finde die Grafik sehr, sehr gelungen. Es macht auch extrem viel Spaß, hier durch die Gegend zu heizen. Es gibt leider keine unterschiedliche Kameraperspektiven. Das heißt, man schaut immer, ja, quasi wie so ein Motorradfahrer selbst auf die Instrumente nach vorne. Also es gibt keine Helmkamera oder sowas in der Art. Braucht man aber auch nicht. Ich habe, wie gesagt, so jetzt einen schönen Unfall hier gebaut. Ich habe bisher wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt mit diesem Spiel. Und vielleicht schaut euch das einfach mal an und bildet euch eure eigene Meinung. Wie gesagt, Traffic Rider für Android kostenlos im Android Store runterzuladen. Das soll schon gewesen sein. Vielleicht eine kleine Anregung von euch, für euch, von uns. Ich grüße euch aus Hamburg, wünsche euch noch viel Spaß beim Spielen und sage Tschüss und bis bald.